Erreicht hat uns auch Uwe, der ist 35. Guten Morgen. Ja, grüß dich, Domian. Hallo Uwe, um was geht's? Ja, hallo. Erstmal, ist ja ein Wunder, dass ich erst einmal angerufen und schon durchgekommen bin. Sag bloß, siehst du, hast du Glück. Ja, es geht sich um Folgendes. Also im wahren Leben bin ich Uwe, 35. Ja. Und in der Nacht bin ich Batman. Es klingt, ich weiß. Ich verlache dich. Das klingt mir gerade ein bisschen lustig. Ja, also in der Nacht. Also ich hol mal ein bisschen aus. Nein, ausholen ist immer schlecht. In der Nacht bist du Batman. Nicht jede Nacht. Was heißt das ja konkret? Was bedeutet das, du bist nachts Batman? Ja, also deswegen sagte ich ja, ich muss mal ein bisschen ausholen, damit man das der eine oder andere vielleicht ein bisschen versteht. Also ich bin unheimlicher Comic-Fan. Ja? Also so Spider-Man, Superman, Batman, die Comics von früher. Ich bin damit ja so ein bisschen groß geworden. Ich habe jetzt wenig so mit Mickey Mouse und so, ne? Ja. Und bin so ein unheimlicher Fan hier von diesen Superhelden und habe dann vor ungefähr 2 Jahren, weil meine Freunde, die wissen, ich bin ein unheimlicher Fan davon, haben sie mir ein Kostüm geschenkt. Also so ein billiges Kostüm, ne? So ein taubengrau-blau Batman-Kostüm, so, weiß nicht, für 20, 30 Euro so ein Teil. Ja. Und du ziehst das jede Nacht an. Nicht jede Nacht, aber es kommt schon mal vor. Hast du es jetzt gerade auch an? Nein. Ich habe heute einen freien Tag. Ich ziehe es auf der Arbeit an. Und zwar bin ich, ja, wie soll ich sagen, in so einer Art Beschaffungsmaßnahme und ich bin dann abends nicht so ein, wie soll man das sagen, so eine Art Hausmeister. Das heißt, es sind so 5 Etagen, es sind nur Büros, also es sind keine Wohnräume. Ja. Und ich habe den Schlüssel oben auch so zum Dachgeschoss und dann ist es vor 2 Monaten vorgekommen, dass ich das erste Mal aus Jux das angezogen hatte. Während der Arbeit und nachts? Nee, ich hatte das mitgenommen und während der Arbeit. Ja. Und jetzt ist es schon so vorgekommen, also vor 2 Monaten hat es angefangen, in der Woche, es kommt vielleicht 1-2 Mal vor, dass ich dann mich einmal umkleide, weil wie gesagt, in der Nacht ist natürlich sehr ruhig da, ich bin alleine. Und was ist da vorgekommen? Ja, ich sitze dann oben und beobachte die Leute. Also als Batman? Als Batman. Das ich weiß, ich kann nie Batman sein. Ne? Also es ist eine Fantasiefigur. Wer weiß. Nein, ja? Aber das finde ich schon lustig. Also du sitzt dann in deinem Hausmeisterjob in diesem Büroraum. Ja. Und in der Montur, in der Kleidung von Batman. Und richtig. Guckst so, dass da alles beim Rechten bleibt. Und über die Stadt. Ja, man muss sich das so vorstellen. Also so gerade wenn ich manchmal am Wochenende so ein bisschen Dienst habe, ist da unten natürlich unten so eine kleine Bar, so ein kleines Bistro. Ja. Und dann sind da natürlich Leute. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt wünsche, es wird jetzt was passieren, aber es kribbelt in mir, einmal irgendwie was zu beobachten, dass ich einmal in Erscheinung treten kann. Und als Batman. Das war's. Als Batman. Ja. Dass die Leute sagen, wer war das? Aber dass ich doch irgendwie was Positives irgendwie... Was fasziniert dich denn so an dieser Comic-Gestalt? Ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen. Also ich meine, hätte ich ein Spider-Man-Kostüm bekommen, wäre ich Spider-Man gewesen. Es war jetzt ein Zufall, dass es ein Batman-Kostüm war. Aber es ist so, das sind so die Gestalten, die vielleicht im wahren Leben einen ganz normalen Job nachgehen, aber doch in der Nacht doch irgendwas für die Gemeinschaft tun oder dass sie doch irgendwie ein dunkles Geheimnis haben. Also es kribbelt. Wenn ich dann oben sitze, jetzt wird es natürlich kälter, ne? Ja. Da habe ich noch eine Jacke drüber, aber... Ach, du sitzt denn draußen auf dem Dach, oder wie? Ich sitze ganz oben, ja. Ganz ja, oben auf dem Dach von dem... Durchs Fenster gucke ich nicht, weil... Ich stelle es mir jetzt mal so vor, gehen wir jetzt mal von aus, ich sagte vorhin deinem Kollege, ich wünsche jetzt keinem was Schlechtes, aber... Gehen wir jetzt mal davon aus, es sind Leute auf der Straße und da wird, was weiß ich, ein bisschen rumgepöbelt, dass ich dann vielleicht mal so in Erscheinung treten kann und von oben runterrufen kann, weil natürlich 5 Stockwerke runterspringen oder runterrennen geht natürlich nicht. Du solltest vielleicht mal eben kurz für die Leute, die sich mit Batman und diesen ganzen Sachen nicht so auskennen, die Charaktereigenschaften von Batman oder erklären, was ihn ausmacht. Wie soll ich das am besten erklären? Also Batman, so wie die ganzen anderen Superhelden, die stehen natürlich fürs Gute. Ne? Die bekämpfen das Böse und Batman ist natürlich derjenige, der in der Nacht praktisch als, ja, sag ich jetzt mal, Fledermaus verkleidet. Der fliegen kann? Der durch die Luft fliegen kann?
Ja, er fährt mehr mit dem Auto, ne? Also mit dem Auto? So, genau. Ja, ja, genau, ja. Da hinterher sein Freund, den Robin, also... Weißt du, wie gesagt, das ist ein bisschen lustig, du bist 35 Jahre alt. Wenn jetzt so, weiß ich, wenn man so mit 16 oder 14 so eine Fantasie hat, dann wäre es ja vielleicht noch verständlicher, aber so mit 35. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte mich letztens noch mit meinem Nachbarn unterhalten. Das ist der Einzige, der es weiß, ja, weil wir kennen uns seit Kindheit an. Und er hat gesagt, du bist total schräg, du bist total durchgeknallt. Und du musst mal bei Domian anrufen. Ja, und dann habe ich das heute mal gemacht. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier nicht im Leben stehe oder so. Ne? Ja. Also ich sagte vorhin schon, ich hatte vor 2 Jahren mal eine Beziehung, die hielt nur ein halbes Jahr. Und mein Nachbar sagte auch, Junge, weißt du was, such dir eine Freundin. Eine Freundin, ja. Eine Freundin hast du im Moment nicht. Nee, aber nee. Nee, habe ich nicht. Nee, das klappt bei mir nicht. Aber Domian, soll ich dir was sagen? Ich sag mal so, es ist langweilig da auf der Arbeit. Deswegen habe ich gedacht, also, an dem einen Tag ziehst du mal an und läufst mal so. Finde ich völlig, da rum, ne? Völlig in Ordnung. Mich haut hier sowieso nichts um. Wir hatten mal vor ein paar Jahren, das ist aber, ich weiß gar nicht, wie lange das hier ist, auch eine ganz interessante Anruferin, die nachts immer zur Katze wurde. Die zog Katze. Dann, ja, du, so wie du dein Batman-Kostüm ja, an, ja, und ja, zog sie ein Katzenkostüm an und schlich auch auf allen Vieren dann durch ihren Garten, ging auch an den Fressnapf der Katze und hat dann ihr Essen daraus gegessen. So extrem sind ja nicht. Ne? Nee, bei ihr ist das ja eher mehr Spaß so. Und, ja, klar. Bei ihr war das mehr eine tiefe Leidenschaft. Ja, was heißt Spaß? Also ich sag mal so, wenn du mich siehst, ich bin jetzt keiner, vor dem eine Angst haben könnte. Ne? Ja. Also ich, sagen wir mal jetzt so, ich bin jetzt nicht hier so muskulös oder so riesengroß. Also es ist doch schon so, dass ich, das ist dieser Kribbel. Ne? Ich finde das nur aus. Jetzt könnte was passieren und jetzt. Ich finde das extrem lustig, die Vorstellung, wenn irgendjemand in der Nachbarschaft mit einem Fernrohr dich da oben beobachtet auf dem Dach. Dann bin ich den Job los. Und dich sieht in dem Batman-Kostüm, dann ruft er gleich die Polizei an. Oder DSG-9 oder so. Natürlich. Also, ein kleiner Spaß, der absolut in Ordnung ist und für dich auch so ein bisschen Zeitvertreib ist, so habe ich das verstanden. So eine Fantasie, einfach so eine kleine Träumerei ist. Ja, eine kleine Träumerei. Ne? Bisschen den Alltag ein bisschen aufbetten. Genau. Ne? Ich jetzt genau. So aber jetzt, heute hast du keinen Dienst. Nee, heute habe ich keinen Dienst. Genau. Nee, morgen muss ich wieder ran. Dann wird morgen das Batman-Kostüm wieder angezogen. Und verkühl dich nicht, es ist kühl draußen. Ich wollte eigentlich für das Wochenende aufbewahren. Also ich möchte jetzt nicht, dass ich jeden Tag da rumlaufe. Okay, das Schöne soll man sich aufbewahren, du hast recht. Genau. Uwe, hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Alles Gute wünsche ich dir. Ging es mir auch so. Ja, tschüss, ciao.